Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wir spielen Sword Art Online Lost Song. Dieses Spiel wird im Livestream aufgenommen, dieses Let's Play. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen mit einem neuen Spiel. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. ログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア、光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アールブヘイムか。 キリト君、で今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、ALOアルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月、この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔だね。 いつまでもこんな遠くから見てないで、早くあそこまで飛んでいこうよ。ああ、行こうリファ。Hallo Mr. Ted LP. Da wären wir. Das ist Sword Alfheim. Sieht so aus. Daddy. Yui ist auch mit dabei. Ach, schön. Das Coole ist, also wer es nicht kennt, das ist ein Anime-Manga. Sword Art Online. Das hier ist Alfheim. Das erste war in... weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Also das ist immer noch in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel sind sie dann auf anderen, in anderen Spielen, aber hier sind sie in Alfheim und sind Elfen, können dementsprechend auch fliegen. Ich bin sehr leise. Okay, dann werde ich gleich was mit den Optionen machen mit der Musik. Dass die ein bisschen runtergedreht wird. Du hast es geschafft. Sind heute nur Liefer und du da? Für den Moment. Wir treffen die anderen später. Oh, na gut. Also Yui, wo genau sind wir hier? In der untersten Levelzone des neuen schwebenden Kontinents. Sie heißt Woglinde, die Wieseninsel. Hier müsstet ihr anfangen und eine Insel nach der anderen schaffen, wodurch ihr Zugang zu weiteren Gebieten erhaltet. Einfach gesagt, ihr müsst eine Insel schaffen, um zur nächsten zu gelangen. Verstanden, danke, Yui. Und was jetzt, Kasuto?
Sollen wir die Grundlagen durchgehen, damit alle auf einem Stand sind? Ja, das wäre nett, aber ich würde gerne nochmal in die Optionen reingehen, damit ich es leiser machen kann. Ich guck mal, ob ich mich so lauter machen kann. Kleinen Moment. Also, gib mir einen Überblick. Gute Idee. Man sagt ja auch, Übung macht den Meister. Daddy, liefer, lass mich erklären. Aber ihr müsst genau zuhören, okay? Beginnen wir mit dem Üben einfacher Bewegungen. Benutze an Land den linken Stick, um dich zu bewegen. Während du dich mit dem linken Stick bewegst, halte R1 gedrückt, um zu sprinten. Sprinten ist nützlich, wenn du weglaufen oder dich Feinden nähern möchtest. Sprinten verbraucht aber auch deine Ausdauerpunkte. Hast du keine mehr, wirst du erschöpft. Sobald du erschöpft bist, kannst du dich eine Weile nicht bewegen. Deine Ausdauerpunkte laden sich aber schnell wieder auf. Du musst dir also keine Gedanken machen. Alles klar, versuche zu diesem leuchtenden Punkt zu gelangen. Ziehen wir los. Laufen. Sprinten. Die gelben Punkte da oben sind meine Sprintfähigkeit. Springen. Und so kann ich die Kamera drehen. Und mit L1 kann ich die wieder zentrieren. Schön. Wenn man die Serie kennt, dann ist es einfach unglaublich geil. Viele haben kritisiert, dass man sich keinen eigenen Charakter erstellen kann, aber ich finde es cool, dass ich mit Kirito spielen darf. Können wir mit ihr noch sprechen? Wir sollten uns um diesen leuchtenden blauen Ort begeben und wenn wir beim Gen E1 gedrückt halten, können wir sprinten und uns somit schneller bewegen. Sprintest du zu viel? Okay. Doppelsprung? Ah. Dachte, ich kann eine Rolle oder sowas machen. Yay! Wir haben gute Arbeit geleistet. Das Bewegen hast du jetzt drauf. Na Gott sei Dank. Reden wir jetzt über Suchpunkte. Suchpunkte sind leuchtende Punkte, die du in Außenbereichen und Dungeon finden wirst. Indem du sie untersuchst, kannst du Jirt, die Währung von Sword, Alfheim oder auch Gegenstände finden. Hey Kirito, sieh mal, da drüben ist ein Suchpunkt. Gelbe leuchtende Bubbel. Bist du bei einem Suchpunkt, kannst du ihn mit Kreis untersuchen. Probier's doch mal aus. Hey, wir haben's geschafft, wir haben was untersucht. Du hast Jirt gefunden. An Suchpunkten kannst du so viel Jirt als auch Dinge zum Verbessern deiner Waffe finden. Du findest Suchpunkte auf dem Boden und auch in der Luft. Denk immer daran, alles zu untersuchen, die du findest. Okay, als nächstes müssen wir die Modi Schweben und Fliegen üben. Oh ja, ich darf fliegen! Wenn du dich in die Lüfte erheben möchtest, drücke um deinen aktuellen Bewegungsmodus zu wechseln. Es gibt zwei verschiedene Modi für das Bewegen in der Luft. In einem schwebst du, in anderen fliegst du wie ein Vogel. Na los, großer Bruder, lass uns das Schweben ausprobieren. Als erstes musst du den Modus Schweben aktivieren. Aktiviere das Schweben durch Drücken von links oder rechts, halte X zum Aufsteigen, drücke zweimal X zum Absteigen. Versuche erstmal so hoch zu kommen wie nur möglich. Oh Gott, ist das geil. Ist das cool? Ich habe voll die hübschen Flügel. Wenn du versuchst, noch höher zu gehen, erreichst du das Höhenlimit dieses Gebiets. In Sword Alfheim hat jedes Gebiet sein eigenes Höhenlimit. Überschreitest du es, enden die Modi Schweben und Fliegen und du fällst, also Vorsicht. Üben wir noch etwas, Daddy. Bitte schwebe zurück zum Boden. Drücke dazu zweimal X. Wenn du den Mumm hast, kannst du nach unten drücken, um zum Gehen zu wechseln und zu Boden zu fallen. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt das hier mache und dann wieder das. Ah, cool, okay.
Wetten, irgendwann verwechsle ich die Knöpfe und bringe mich dann mit selber um. Das sollte es gewesen sein für das Schweben. Unsere nächste Lektion ist der Modus Fliegen. Drücke nach oben, um zum Fliegen zu wechseln. Im Modus Fliegen fliegst du automatisch vorwärts. Benutze den linken Stick, um deine Bewegungen zu steuern. Du kannst dein Tempo auch durch Sprinten erhöhen und sogar den Flugantrieb nutzen, das ist noch schneller. Erst warst du beim Fliegen der totale Anfänger, Kirito, aber du hast den Dreh sehr schnell rausgehabt. Finde ich auch, Daddy, ist super. Ich bin der Meister, voll der Pro. Üben wir weiter, fliege im Flugmodus zu diesem leuchtenden Punkt. Ich darf fliegen. Ja, oh mein Gott, ist das geil. Entschuldigung. Das schnellere Fliegen. Und Flugantrieb. Oh Gott, mein... Ah, habt ihr das gesehen? Mein... Das ist ja geil. Ich habe gerade vergessen, wo ich hin muss. Ach, da. Jetzt schwebe ich wieder. Jetzt fliege ich wieder. Und jetzt stürze ich. Da kann man bestimmt voll die geilen Kombos machen. Hallo Isabel, hallo Pla, hallo Tamira. Ich weiß nicht, ob ich dich vorhin begrüßt habe. Du siehst so cool aus, wenn du fliegst, Daddy. Ja, finde ich auch. Denk daran, dass sowohl Sprinten als auch Flugantrieb im Modus Fliegen Ausdauerpunkte verbrauchen. Allerdings kann das auch sehr nützlich sein, wenn du schnell zu einem aufmüpfigen Gegner aufschließen willst. Mittlerweile müsstest du ein Experte im Fliegen sein. Was kommt jetzt, Yui? Kämpfen. Beginnen wir mit den Grundlagen, damit wir nichts vergessen. Warte, ich habe Kämpfen falsch ausgesprochen. Wir kämpfen! So. Es gibt zwei Angriffsarten. Drücke Viereck für einen schwachen Angriff oder Dreieck für einen starken Angriff. Starke Angriffe verbrauchen Ausdauerpunkte, sind aber sehr mächtig. Wenn du angreifst, wird deine Waffe automatisch gezogen. Drücke kurz R1, um zwischen gezogen und eingesteckt zu wechseln. Das Wichtigste dabei ist, R1 kurz zu drücken. Denke daran, dass deine Waffe eingesteckt sein muss, um Magie zu verwenden. Sieh mal dort, ein Gegner. Kämpfen wir gegen ihn. Gib dein Bestes, Daddy. Mach ich. Josh, hol dich da! Ich hab die zwei Schwerter. Oh mein Gott, das ist so geil. Und seine Kampfhaltung. Wie im Anime. So. Du hast es geschafft. Boah, sind wir gut. Und die zerplatzen genauso wie im Anime. Das ist so geil. Hey, gut gemacht! Oh, die sehen stärker aus. Da sind noch Feinde aufgetaucht. Mit denen werden wir auch gleich den Boden aufwischen. Die sehen ein bisschen zäher aus als die anderen. Du kannst ausweichen und Schützen nutzen, was dir einen Vorteil im Kampf verleiht. Drücke Kreis beim Bewegen mit dem linken Stick für Ausweichen oder R1 und Kreis für Schützen. Wenn du durch einen Angriff zu Boden gehst, nutze Ausweichen für Erholung und um schnell wieder hochzukommen. Nutzt du die Erholung nicht, wirst du niedergeschlagen. Liegst du auf dem Boden, bist du wehrlos. Ausweichen verbraucht Ausdauerpunkte. Schützen nutzt die Schutzanzeige. Behalte beide Anzeigen im Auge. Lass uns das gleich ausprobieren. Komm mal her. Wo? Hey, mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Alles klar. Wir werden sterben. Auf jeden Fall werden wir sterben. Ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen. Weißt du noch, wie Ausweichen, Schützen und Erholung funktioniert? Ja, Erholung nicht so ganz. Das Timing zum Ausweichen eines Angriffs oder um R1 Kreis zum Schützen zu drücken scheint nicht leicht zu sein. Das stimmt, aber es ist die Mühe wert. Lass uns jetzt mehr über die Funktion Anvisieren lernen.
Wenn Feinde in der Nähe sind, halte L1 gedrückt, um den Gegnern am nächsten zur Kamera anzuvisieren. Anvisieren bedeutet, dass deine Sicht automatisch in Richtung des Feindes schwenkt, der anvisiert wurde. Richtig, sehr nützlich, wenn du schnelle Feinde angreifst. Eine weitere Grundlage, die man beherrschen sollte. Los, Bruder, zeig mir, wie es geht. Du kannst anvisieren, indem du L1 gedrückt hältst. Auf dem Feind, den du anvisierst, erscheint ein rotes Zeichen. Oh mein Gott, ist das geil. Level 50. Was? Ich hab jetzt schon wieder alles vergessen. Ich hätte daneben gehauen. Und wenn ich anvisiere, dann sehe ich auch die Lebenspunkte. Ja, schau, hau doch mal zu. Ich bin beeindruckend. Naja, also bitte, nicht so viele Komplimente hier. Aha, so ist es gut. Feind erledigt. Und was haben wir denn da? Er hat sogar ein paar Yirt hinterlassen. Besiegte Feinde können Yirt, Waffen und andere Gegenstände hinterlassen. Damit sind die Lektionen für heute beendet. Falls du etwas wiederholen möchtest, was wir heute geübt haben, kannst du das in diesem Gebiet hier tun. Auch ich denke, Learning by Doing, oder? Puh, diesen Ort hatten wir geschafft. Wie war es? Gefallen dir die neuen Gebiete? Es war okay. Nein, es hat voll Spaß gemacht. Fliegen ist geil. Ja, die machen richtig Spaß. Dachte ich mir doch und ich stimme zu. Ich freue mich schon darauf, den Rest durchzuspielen. Jetzt, da wir unsere Muskeln gelockert haben, wie wäre es mit einem Besuch in der nächstgelegenen Stadt? Der hat auch die gleiche Stimme. Das ist so cool. Also ich lasse meistens die japanische Synchronstimme durchlaufen, bevor ich das übersetze oder vorlese, weil sonst, finde ich, stört es ein bisschen. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Gibt es in der Nähe ein Teleporttor? Papa, Daddy, das ist die Gelegenheit, deinen Marker zu benutzen. Genau, mein Marker. Marker. Marker? Hab ich denn einen? Da steht im Handbuch, dass alle bei der Installation von Sword Alfheim erhalten haben. Hast du es nicht gelesen? Wer zum Geier liest Handbücher? Yui, chotto setsumeishite moraeru ka? Sorry, Yui, hab ich wohl übersehen. Gibst du mir die Kurzfassung? Klar, Daddy. Der Marker befindet sich in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Er ist das rote Zeichen auf der Karte. Dieser rote Marker wird auf der Karte angezeigt, wenn es ein wichtiges Ziel gibt, das du abschließen musst. Verstanden. Einfach in die Richtung gehen, in der der Marker zeigt, und er führt zum nächsten Teleporttor. Gut. Ja, das wird noch nützlich werden, wenn wir diese Gebiete durchgehen. Ich darf fliegen, oder? Erstmal stecken wir das Schwert wieder weg. Und dann fliegen wir. Geil. Abbremsen kann ich auch. Mit X bremse ich. Hey, das haben die aber nicht gesagt. Ah, okay. Im Fliegen, Kämpfen, das ist auch bestimmt voll schwierig. Warte, wie habe ich das nochmal? Kann ich auch Doppelsprung? Nee, kann ich nicht. Ich probiere mich nochmal ein bisschen aus, nicht böse sein. Ich habe den Sprint schon vergessen. Wie kann ich nochmal sprinten? Das war knapp. Ich hätte bestimmt fast falsch Schaden bekommen. Da ist ja das Teleporttor. Ich erkläre euch, wie ihr es benutzt. In Sword Alfheim sind Städte anderer Gebiete oft durch diese Teleporttore miteinander verbunden. Während du im Spiel vorankommst, schaltest du neue Ziele frei, die du durch diese Teleporttore erreichst. Es gibt also noch mehr Orte als diese Wieseninsel. Ich freue mich, alles zu sehen, was vor uns liegt.
Alles klar, benutzen wir das Teleporter, um in die Stadt zu kommen. Begib dich zum Teleporter, dann wird das Teleportmenü angezeigt, dort kannst du die Stadt auswählen. Die schwebende Stadt... Ryan? Entschuldigung, wenn ich manche Sachen falsch ausspreche. Ziemlich leer sieht es aus. Haben sich noch nicht so viele Leute eingeloggt? Wow, schaut euch das an. So sehen also die Städte in Sword Alfheim aus. Eine neue Stadt zu betreten ist ja so aufregend. Ich schaue mir zu gern an, was dort los ist. In dieser Stadt gibt es alles, was ein Abenteurer braucht. Wie Gasthäuser und Läden, sogar eine Taverne und Arena. Anscheinend gibt es viel zu tun, wir sollten uns alles ansehen. Moment, Daddy, anscheinend wurde ein Teil des Systems aktualisiert. Im Gegensatz zum einfachen ALO ist das Fliegen in Städten in Sword Alfheim nicht gestattet. Interessant, anscheinend unterscheidet sich das System von Sword Alfheim stark von dem von dem anderen Alfheim-Dingsbums. Genau, in diesem Update wurde alles neu gestaltet. Darf ich, Yui? Auch viele neue Dungeons und Quests wurden hinzugefügt, einschließlich einigen richtig schweren. Es gibt also viel zu entdecken und noch viel mehr zu kämpfen. Super. Ah, da kommen sie alle. Guck mal da, Katzenmenschen. Voll cool. Die gehören alle unterschiedlichen Rassen an. Es gibt unterschiedliche Elfenrassen. Alles gut bei dir? Dem geht's gut, oder? Der hat voll gute Laune. Moment, da können wir reden. Hallo an alle, wie zu erwarten, nach so einem großen Update sind viele Spieler unterwegs. Konntest du deine Freunde treffen? Nee, noch nicht. Dann gehen wir erstmal dahin, wo es blinkt. Oh mein Gott! Kirito-kun! Asuna-san! Wobei ich Asuna hübscher finde als Asuna. Oh, dann habe ich gestern das Wimmelbild verpasst. Ja, wir haben 4 Stunden gewimmelt, Tammy. 4 Stunden. Wir waren alle fix und fertig. Isabel und Oliver haben mich super unterstützt. Aber du kannst ja gerne, wenn du Zeit hast, heute Abend nochmal mit wimmeln. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen was spielen. Aber ich denke, in einer Stunde oder so müsste das Spiel dann durch sein irgendwann mal, wenn wir die Sachen richtig finden. Aber gestern war ich dann so müde, ich habe gar nichts mehr gefunden. Und die Rätsel waren auch ein bisschen anspruchsvoll und um 12 Uhr war ich dann irgendwann fertig. Kirito! Hey, da sind Asuna und die anderen. Schön, euch zu sehen. やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。
Oh mein Gott, da sind sie alle. Ist es schön. Ich wusste gar nicht, dass wirklich alle vertreten sind. Nur die ganz rechte, die ist neu, die kennen wir noch nicht. Das ist ein neuer Charakter. Aber die ersten drei, die kennt man aus dem Anime. Ich wusste es, du hast dich vorzeitig eingeloggt und ohne uns angefangen, ja? Ach Liz, du hättest wissen müssen, dass er dem Drang nicht widerstehen kann. Die erste mit den Katzenohren ist eine Beastmasterin, die hat meistens so einen kleinen Drachen dabei gehabt, der sie unterstützt hat. Asna ist unsere feste Freundin. Sie ist, ich weiß nicht, die spielt meistens mit einem Degen. Und Liz ist eine Schmiedin gewesen, eine Händlerin, die uns unsere Waffen hergestellt hat. Sinon, kenne ich nicht. Du kannst dich wohl einfach nicht beherrschen. Wie sollen wir als Team arbeiten, wenn du allein vorpreschst? Es gibt sehr viele Sword Art Online Spiele. Ich weiß nicht, ich spiele jetzt gerade Sword Art Online Lost Song. Ich weiß nicht, wie viel Detail das von dieser Serie schon ist. Deswegen hat man vielleicht Sinon schon woanders kennengelernt. Aber ich kenne sie noch nicht. Aber sie sieht vom Art Design sehr cool aus. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Du bist halt so, wie du bist. Ihr hättet ihn die letzten Tage sehen sollen. Er ist herumgerannt wie ein eingesperrtes Tier. Hey Kirito, du siehst so gesund und munter wie immer aus. Immer der Erste, wenn es ans Spielen geht. Nicht, dass du schnell levelst und uns alle zurücklässt, klar? Tut mir leid, dass ich vorzeitig hinein bin. Konnte nicht widerstehen. Da ist Klein. Hey, vergesst ihr nicht jemanden? Was? Habt ihr nur Augen für die Mädchen? Klein. Egil, schön euch wiederzusehen. Ich war nicht sicher, ob ihr es am ersten Tag herschaffen würdet. Sinon ist aus der zweiten Staffel. Ah, okay, ich habe leider die erste Staffel geguckt. Die zweite habe ich nicht geguckt. Schwör, das muss ich unbedingt nachholen. Aber die DVDs, die sind so teuer. Hallo, Stina. Aber bitte, das ist ein wichtiger Moment in der Geschichte Alfheims, das erste große System-Update. Wir wären keine echten Gamer, wenn wir uns nicht sofort einloggen würden, wenn es online geht. Aber eigentlich sind wir verrückt, nach allem, was uns in Sword Art Online passiert ist, wieder online zu gehen. Ich weiß, was du meinst, nach diesen zwei Jahren voller endloser und nervenaufreibender Kämpfe. Fühlt es sich nicht seltsam an? Wir alle zusammen in einem neuen VR-MMO.